Topo D. Faulkner und Toffee in den Hauptrollen. Julian, Tuano und Lilly. Tobias, Anna Pilou und DJ Bonina. Und jetzt, alte Kalender. Trivia Murder Party 2. Und Toffi wird nicht überleben, weil Tuano denkt, es ist wieder unfair. Weckruf, Zeit zu sterben. Willkommen bei Trivia Murder Party. Werte Gäste, es gibt gar keine Kennenlernveranstaltung in unserem Ballsaal. Sie wurden in ein Todesquiz gelockt. Nur was soll so passiert im Leben, ne? Überleben, liebe Gäste. Und falls Sie irgendwelches Feedback zu Ihrem Aufenthalt im Hotel haben, sprechen Sie mich jederzeit an. Daran sind wir überaus interessiert. Okay, erste Frage. Welcher Planet hat den größten Mond? Der Mond! Ich habe keine Ahnung. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Frage zu beantworten. Achso, die Geräte, stimmt ja. Das gilt auch fürs Publikum. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist das Erdkunde? Ist das Weltallkunde? Lernt man sowas in der Schule? Und vor allen Dingen, wer hat den ausgemessen, den Planeten? Das kann man doch gar nicht. Ist da jemand hingeflogen? Ist doch voll unfair. Das stimmt. Wer hat die Frage richtig beantwortet? Ich nicht. Nein! Scheiße. Nun zu allen anderen. Jetzt folgen Konsequenzen. Ups. Der Mars. Ohne R, der MAS. Willkommen in Zimmer 105. Das ist das coolste Zimmer. Ach, die verlorene Kunst des Briefeschreibens. Ich diktiere Ihnen jetzt eine Nachricht. Schreiben Sie so viel wie möglich von dem mit, was ich sage. Achtung, ich gebe mir Mühe. Wer die wenigsten meiner Wörter schreibt, stirbt. Sie haben Glück, dass das ein so guter Brief ist. Und ich beginne ihn jetzt. Lieber alter Herr Moosbart, danke für das Mittagessen heute. Was mir am besten geschmeckt hat? Die Cracker mit Käse. Wie hieß dieser köstliche Käse noch gleich? Ich hoffe, ich habe mit meinen Fragen nicht zu tief gebohrt. Ich habe aber noch eine. Waren Sie schon einmal verliebt? Zeit vorbei. Und oh Gott. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man am PC spielt. Yeah, 18! Ich könnte meinen Kopf auf eine Schreibmaschine donnern und es wäre besser als das. Okay, es sind zwei rausgeflogen. Ja, also im Horrorfilm darf die nicht so schnell sterben. Da geht es doch darum, dass hier ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Haut zeigen oder sowas. Oder sind sie beim Poppen gestorben? Wir sind noch nicht fertig mit ihnen. Okay, nicht erschrecken, aber sie sind jetzt ein Geist. Spielen sie weiter. Deswegen sie nie aufteilen. Ist halt echt so, ne? Lebenskraft stehlen und gewinnen. Ach, übrigens, das Publikum zählt jetzt als Mitspieler und könnte auch das ganze Spiel gewinnen. Genau, also immer schön voten im Publikum. Sie können sich jederzeit ins Publikum setzen. Voll fies am Handy. Ist halt echt so, ne? Am Handy ist das mega gemein. Machen wir weiter. Zu welchem Haus von Hogwarts gehört Cho Chang? Oh Gott, nein! Harry Potter! Cho Chang? Wer ist Cho Chang? Ich weiß es nicht. Oh Gott! Nein! Ich weiß es nicht. Die Zeit läuft Ihnen davon. Oh. Haben Sie das gewählt? Nein! Ich hab gerätselt zwischen 2 und 3. Oh, verdammt. Schon wieder die gleichen, oder was? Wir sind immer die gleichen, die Dummen. Oh Gott. Ich hab zwischen Ravenclaw und Hufflepuff. Oh, Sie bekommen ein Geschenk. Ja! Manche Familien verstecken ihre Scham. Wir verpacken sie als Geschenk. Hä? Wählen Sie ein Geschenk und behalten Sie, was Sie darin finden. Sehen Sie? Ich habe ein Geschenk gekriegt, aber ich will es nicht annehmen. Oh, cool. Der verfluchte Spiegel von meiner Tante Vale.
Ach, nur zur Info. Der Geist in Ihnen könnte jetzt Ihren Körper übernehmen. Also versuchen Sie vorher zu antworten. Sonst wird es die Antwort des Geistes. Sie sehen gleich, was ich meine. Ich hab verkackt und hab Geld dafür gekriegt. Das möchte ich im wahren Leben als Job auch haben. Aber guck, wir haben beide überlebt. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Hauptsache, wir haben überlebt. Nur ich habe kein Geld, also nur $50 bis jetzt, aber... Wie wird der weiße, breite Streifen auf der Stirn eines Pferdes genannt? Streifen in weiß. Schnitt, Stirnfleck, Blässe oder Schönheitsmal. Ich habe keine Ahnung, ich habe geraten. Das, was für mich am logischsten klingt. Und zwar Schönheitsmal. Habe ich das wirklich gewählt? Oder versuche ich sie hier nur aus dem Konzept zu bringen? Haben Sie das gewählt? Das ja! Ist die Antwort. Die Blässe! Woo! Kommen Sie mal mit. Ta, Topo die Fockner, nimm das! Oh Gott. Wer hat einen siebten Sinn? Geben Sie eine Antwort ein, die zu der Kategorie passt. Alle anderen dürfen auch was schreiben. Und wenn irgendwer dasselbe hat wie Sie, sterben Sie. Okay. Eines der 12 Tierkreiszeichen. Auch potenzielle Gedankenleser. Okay. Ja, ich bin jetzt zumindest immer weiter. Das ist ganz gut, ne? So, Topodi Fockner. Du hast mein Pseudonym geklaut. Ich glaube, du wirst jetzt sterben. Ich hab's im Urin. Wirklich. Also ich habe mir gerade in die Hose gemacht vor Angst, weil das ganze Spiel so gruselig ist. Und ich rieche jetzt langsam, was da rausgekommen ist. Und ich finde, das riecht nach Topo die Fockner stirbt. Einer von Ihnen hat die Frage nicht beantwortet. Großer Fehler. Anna Bilou, warum tust du so? Jedenfalls machen wir weiter. Bingo, Sie schulden mir einen Tod. Oh, beide gestorben. Alle drei eigentlich gestorben, ne? Tod muss nicht zwingend auch der verfluchte Spiegel ausschalten. Okay, Ihnen hat gut geklappt, hä? Ein Testament auf Ihrem Gerät angezeigt. Und Sie haben nur Sekunden, um es an jemanden weiterzugeben, der es verdient. Aber Sie müssen es schnell machen. Oh, oh, oh. Wehe, jetzt komm ich. Es ist immer sinnvoll, ein aktuelles Testament. Hab ich jetzt so einen Scheiß gekriegt? Nee, oder? Neuester Geisterspieler. Hier steht, dass Ihnen das Geschenk hinterlassen wurde. Welch wundervolle Bürde. Okay. Das ist so dumm, wenn das Spiel das erlaubt. So ist das Spiel, Toda. Es geht hier um Leben und... Ich hab's doch gekriegt! Ich hab doch den Scheißspiegel gekriegt! Verdammt! Ist das nicht der Kacke-Spiegel? Ist das nicht ein Dover? Nächste Frage. Wieso immer ich? Wer war Eva Peron? Keine Ahnung. Hat die nicht mit Adam gebumst? Ah... Keine Ahnung. Oh. Ich glaube, ich habe ein Scheiß-Item gekriegt, ne? Die Zeit ist fast um. Eva? Haben Sie Peron? Das gewählt? Das Na. Ist die Antwort. Die Toten haben es gewusst. Alle Toten wussten es. Ich will Ihnen was zeigen. Och man. Nein, zeig mir nichts. Ich habe einen Spiegel. Kannst da mal reingucken. Ich zeig dir auch mal was. Immer auf den Streamer, seid echt so. Lernen Sie mal Gehorsam. Kriegen wir auch noch unsere Regel alle. Sie so viele Regeln, wie Sie können, bevor die Zeit Was? Abläuft. Wer sich an die wenigsten Regeln hält, stirbt. Oh Gott. Los. Für mich gibt es bei diesem Spiel gar nicht so viel zu tun. Dann aktualisiere ich mal mein LinkedIn-Profil. Fast keine Regelzeit mehr. Also, ups. Oh. Und Sie sich wundern. Ja, ich habe eine Regel für Gleichstände. Um einen Punkt. Und dabei habe ich mir beim letzten so viel Zeit gelassen. Oh. Alter, mein Herz, ich bin der letzte Überlebende, ich bin das Final Girl, woo. Jetzt heißt, ich muss blank ziehen, oder?
Hast du Haagen-Dazs Vanille? Nee, ich hab Dings, Salted Caramel. Ich hab noch meinen Spiegel. Ich gebe Ihnen eine Kategorie. Oh. Chat lebt auch noch. Nein, ich werde gewinnen. In Harry Potter. Tippen Sie auf jede Antwort, die in die Kategorie passt und drücken Sie dann auf Abschicken. Das weiß ich sogar. Warum ist heute Harry Potter Tag? Jede richtige Antwort ist Hab ich gewusst. Reparo. Siehste? Hab ich gewusst. Sie sind Ihrer Flucht schon etwas näher. Moment, ich werde jetzt gewinnen. Haben Sie gedacht, dass Sie alleine spielen? Ach, die können nix. Wenn ein Geist die wissen zwar, wie die peruanische Sportsteinschwalbe heißt, aber die wissen nichts von Periodensystem. Und Sie kriegen sogar eine dritte Antwortmöglichkeit, um Sie einzuholen. Blinkium? Ist das eine, das blinkt? Die Zeit ist fast um. Yeah! Jetzt zeige ich euch ordentlich meine Skills. Ich habe euch immer in Sicherheit gewogen. Nein, jetzt zeige ich meine Skills. Ich skille. Apfelsorten. Apfelsorten. Hadamar. Hadamar? Ich habe keine Ahnung. Hadamar. Nächstes Mal esse ich einen. Nein! Cox Orange. Was? Orange Cox? Was? Orangene... Alter. Hühnerrassen. Brauhaus... Das klingt beides geil. Das klingt beides so geil. Das muss... Sussex ist eine Stadt in London. In Ding, oder? Oh nein! Aber wenigstens mache ich ein bisschen was richtig. Oh oh, es wird brenzlig. Oh, Tobias ist schon weg. Tschüss, Tobias. Jetzt bist du für immer tot. Länder auf dem Äquator. Ich habe in Erdkunde eine 5 gehabt. Können wir nicht über Harry Potter reden? Harry Potter auf dem Äquator? Nein, oh Gott. Aber wenigstens mache ich ein bisschen was richtig. Licht aus für Sie. Hoher Proteingehalt. Also zwischen Frühlingszwiebeln und Äpfeln, die haben beide keine großen Proteine. Nur das Lamm vielleicht, ja eben. Siehst du? Richtig gemacht! Toffee die Fockner! Woo! Aber die anderen haben einen dritten, das ist unfair. Kategorien des Pulitzer-Preises. Schreibt man den so Pulitzer? Das klingt irgendwie, sieht irgendwie komisch aus. Musical und Performance? Das würde ich jetzt mal in Frage stellen. Musik, oder? Ja! Pulitzer geht an Toffee! Woo! Pulitzer! Gleich könnte es vorbei sein. Yeah! Woo! Shakespeare-Zitate. Kein Mann ist eine Insel. Es kommt drauf an, wie fetter ist, ne? Das Entsetzen macht mich grausam. Die Zeit ist fast um. Ich weiß es nicht. Oh Gott, alle drei nicht. Shit. Oh Gott, ich mach's aber auch spannend, ne? Aber ihr seid auch nicht schlecht. Muss man an dieser Stelle wirklich mal sagen. Müssen Sie diese Frage perfekt beantworten. Deutsche Komponisten. Und dazu gehört jetzt auch die dritte Antwortmöglichkeit. Krieg ich das hin? Toffee lebt, aber wirklich, du. Sehr gut. Oh Gott. Oh, ich hab den Dings noch gar nicht umgeändert. Die Stream-Info, Leute. Sag das doch. Ich hab Just Chatting immer noch drinne. Ups. Oh. Shit. Geil! Was für eine einfache Frage. Unglaublich. Aber die davor waren nicht einfach. Und wir haben nicht viel Zeit. Was? Sie... werden von einer dunklen Präsenz heimgesucht. Was? Und ich kann sie vertreiben. Was? Aber das kostet einen Preis. Was passiert hier? Sagen wir so $300.
Das wären dann $50 pro Person. Sonst ergreift der Geist für immer die Kontrolle über ihren Körper. Nun ja, denken Sie mal drüber nach. Sagen Sie Bescheid. Möchten Sie $50 Ihres Spielgewinns für den Exorzismus-Hilfsverband spenden? Das sollte nicht sehr schwer sein. Hä? Exorzismus gibt's doch gar nicht. Doch voll scheiße. Not zu retten. Ich hab das schon zu... Nee, hab ich nicht zugemacht. Das Angebot steht das geht nicht mehr! Ich kann nicht drücken! Es geht nicht! Ich kann nichts drücken! Also, wie haben wir entschieden? Haben Sie nicht alle überzeugt? Ach, das galt nicht mir! Oh, ich dachte schon! Oh! Die bösen Geister haben wohl gewonnen. Oh, ich dachte schon, ich muss drücken. Toffi überdenkt aktuelle Freundschaften. Aber sowas von. Och nee. Aber wer hat jetzt dann... Hab ich jetzt nicht gewonnen? Tobi, ich verstehe es jetzt auch nicht ganz genau. Hab ich jetzt gewonnen oder hat Tobias gewonnen? Er ist jetzt am Leben. Ja, eben. Das heißt, weil er den Spiegel gekriegt hat und er ihn mir gegeben hat und weil ich gewonnen habe, hat er jetzt gewonnen, oder wie? Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Lilly hat die meisten Punkte. Darum geht's nicht. Es geht darum, wer am Ende überlebt hat und Punkte hat. Die meisten Punkte. Zu früh gefreut. Nein, ich habe gewonnen. Eindeutig. Ich habe so gerockt, Alter. Ich habe so gerockt.